dribbelt. Er schießt. Er trifft. Und er kommt bald in einen Laden in deiner Nähe. Das ist die offizielle El Matador Actionfigur. Funkeln kennbare Haare, Accessoires, ohne die man nicht leben kann. Und mit coolen Sprüchen. Ich bin der Größte. Ja, ja, das bist du. Nächste Woche erhältlich nur in richtig guten Spielzeuggeschäften. Das wird diesen El Matador nur noch populärer machen. Ja, und du weißt, was das bedeutet. Ja. Er wird noch besser spielen als sonst. Das ist das Letzte, was wir vor dem Doppelderby brauchen. Wir hätten mehr Unterstützung von den Fans, wenn wir alle eure Actionfiguren nicht hätten zurückrufen müssen. Die Fans sind die Schlimmsten. Sie riechen wie alte Socken. Sie sagten, sei du selbst. Willkommen zu Iron Tank gegen die Super Strikers. Und da kommen sie. Unglaublicher Lärm. Die Fans lieben El Matador, Brenda. Und er liebt die Aufmerksamkeit, Mac. Die Fans? Wer braucht die Fans? Wir sind zurück im Spielzeuggeschäft, Jungs. Wir sind schon weit in der zweiten Halbzeit und der Spielstand ist immer noch unentschieden. Können die Männer in Rot gegen ihre Gastgeber in Führung gehen? Rasta findet Shakes. Shakes zu El Matador. Wird er den Fans noch mehr Grund zum Jubeln geben? Ha, meine Fans, das ist für euch. Maestro! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! Mann des Spiels! Wie fühlt es sich an, ein weiteres Spiel entschieden? El Matador! Ja, ich danke euch, meine Fans! Er ist ich liebe euch alle! Und vergesst nicht, meine Actionfigur zu kaufen, die nächste Woche rauskommt. Accessoires kosten extra. El Matador dribbelt in der Mitte und passt. War nur Spaß. Er passt nicht. Er schießt und macht selbst ein Tor. Ja! Jetzt mit einer unglaublich selbstabwerfenden Frisur. Das ist nur der Prototyp North. Die erste Edition. Nächste Woche überall erhältlich. Wird das ultimative Geschenk für meine Fans. Es ist kein Geschenk, wenn Sie dafür bezahlen müssen, El Matador. Details. Das ist eine Fingerpüsselung. Block sagt, sie müssen sich besser verkaufen als ein offizielles Getränk. Thistleboom? Original brislowische Limonade? Ja. Meine Actionfigur wird sich auf alle Fälle gut verkaufen. Sag ihnen wieso, mein Kleiner. Ich liebe die Fans und die Fans lieben mich. Hey, kann ich das mal eine Sekunde ankicken? Ja. Nicht anfassen. In Ordnung. Vielleicht stelle ich einfach mir eine eigene Actionfigur her. Ja, ein bisschen mehr nach links. Das ist gut. Nein, rechts. Ja, runter, 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 hoch. Okay, runter, runter, runter. Ja, genau so. Ja, da sind sie. Die El Matador Actionfiguren. Fahrer, Sie können losfahren. Ins Spielzeugdepot in der Innenstadt. Spielzeugdepot, ja, ja. Was immer Sie sagen. Versuch so zu klingen, als würdest du es ernst meinen, Scarra. Wir brauchen alle El Matador Actionfiguren. Ja. Wieso? Sie ist da! Die erste Edition. Ah, sieht genauso aus wie die andere. Nein, Tiger. Die hier ist 100% fehlerfrei. Perfekt in jeder Hinsicht. Na, mach schon. Öffne sie. Wie bitte? Öffne sie, Alter. Sowas öffnet man nicht. Das ist die erste Edition. Die lässt man in der Packung. Für immer und ewig.
Nee. Ja. Zukünftige Generationen der Superstrikers können sie betrachten. Die majestätische Miniatur des El Matador. Alter, das ist ein Spielzeug. Das Einzige, was zählt, ist, wie viele Leute eins haben wollen. Ich würde sagen, plus minus viele Milliarden. Sind die Schlimmsten. Sie riechen wie alte Socken. Was? Spieltag im Weiß. Hey, das ist Teil 1 von 2 Spielen von Invincible United gegen die Super Strikers hintereinander. Beide Fangruppen sind mit einem Großaufgebot da. Aber welches Team wird heute gewinnen? Okay, Leute. Es ist wichtig, dass wir uns nicht vor den heimischen Fans einschüchtern lassen. Verstanden, Bruder. Kapitän. Wir kennen die Strategie. Schieß den Ball zu mir. Was? Was ist das? Die Klaus-Action-Figur. Die habe ich selber erbaut. Kein Witz. Sieh dir die Konkurrenz an, El Matador. Hast du Angst? Entsetzlich! Was denkt ihr, Leute? Zeit zu spielen? Ja, los geht's. Wir können die Fans nicht warten lassen. Zeit, mit El Matador zu spielen. Und wir legen los. Rate mal, wohin das führt, Brenda. Direkt zum Mann der Stunde. Die Fans kriegen nicht genug von ihm. Ja, und die Kommentatoren auch nicht. Meine El Matador-Action-Figur ist bereits unterwegs zu mir. Normalerweise würde er schon feiern. Eine eher unbeeindruckende Leistung. Die Dynamik hat sich plötzlich umgekehrt. Passt auf, Super Strikers. Eine 1:0 Niederlage für die Männer in Rot. Verblüffend der Leistungsabfall ihres Starstürmers. Und ein noch verblüffenderer Sinneswandel für seine Unterstützer. Vielleicht kriegen wir einen Kommentar von ihm persönlich. El Matador! Furchtbare Form, buhende Fans! Willst du dazu überhaupt nichts sagen? Nein, du hast alles gesagt. Danke, Lena. Entschuldigung, Miss Long. Ich hab eine ganz wichtige Meldung aus der Welt des Spielzeuggeschäftes. El Matador ist der beste Spieler. Er ist es, den alle Fans geliebt haben. Echt komisch. Wieso sollten sich die Fans gegen dich wenden? Man gewöhnt sich irgendwie dran. Was bringt es, ein Superstar zu sein, wenn einen die Fans nicht lieben? Hey, kick mal da! Deine Actionfiguren sind ausverkauft. Sie sind ausverkauft? Ja! Ja, es stimmt! Ich würde sagen, sie gehen weg wie warme Semmeln, aber sie gehen weg wie El Matador-Actionfiguren!
Werden wir da noch Fieselboom? Nein, wir können keine 2-für-1-Promo mit Fieselboom machen. Tja, der einzige Weg, wie du das Zeug loswirst, ist, wenn Shakes alles trinkt. Und das ist eine eindeutige Möglichkeit. Also wenn die Fans dich immer noch lieben, was soll dann das Buhn? Sie haben wohl jemand anderes ausgebuht. Ja, kann man jemanden hassen, wenn die Person so eine süße Actionfigur weg hat? Genug von dem Spielzeuggeschäft. Gehen wir zurück zum Fußballgeschäft. Fühlt die Schönheit! Das ist für die Fans! Lateinamerikanische Magie! Ja, uhu! El Matador ist der beste Spieler! Offensichtlich! Leute, es ist wirklich... Er ist zurück! Uhu, ja! Spieltag im Strikerland! Und? Und was? Hast du deine Actionfigur? Hi, Brenda! Und? Wie ist sie denn? Du hast sie immer noch nicht ausgepackt? Immer noch? Ich werde sie niemals aufmachen. Mein geliebtes Strikerland, mein Publikum, mein Spiel, ob Sieg oder Niederlage. Ja, yeah. United werden uns auf keinen Fall zu Hause besiegen. Sie buhen wirklich mich aus. Oh, das Strikerland-Publikum buht El Matador aus. Alter, wo rennst du denn hin? Ich kann da nicht raus. Du hast gesehen, was im Device passiert ist. Stell dir das hier vor, auf meiner geliebten Heimspielstätte. Wieso? Wieso haben sich meine geliebten Fans gegen mich gewandt? Hä? Ich dachte, du solltest noch beliebter werden, wenn du eine Actionfigur hast. Wow, das Spielzeuggeschäft ist aber hart. Hey, El Matador, warte mal. Also, deine Actionfigur kommt raus und plötzlich sind deine Fans gegen dich? Vielleicht stimmt etwas nicht damit. Hä? Dieses Kerlchen ist perfekt. Wie der echte El Matador. Prototyp. Aber der Prototyp ist anders als die Figur, die die Fans haben. Wir müssen sie uns mal genauer ansehen. Zu spät, Shakes. Sie sind alle weg, ausverkauft, überall. Schon okay. Ich weiß, wo wir eine kriegen. Lass los, El Matador! Nicht die erste Edition, Shakes! Nicht die erste Edition! Komm schon, El Matador, das ist nur zu deinem Besten! Wieso bist du so melodramatisch, Shakes? Erste Edition! Hä? Was? Die Fans sind die Schlimmsten. Sie riechen wie alte Socken. Aber wie? Die Fans sind die Schlimmsten. Sie riechen wie alte Socken. Ha! Ich kann nicht glauben, dass du zwei von diesen blöden Teilen haben wolltest. Ich würde mich mit dir streiten, aber ich muss meine Energie sparen, um El Matador auszubuhen. Die Teams kommen raus für die erste Halbzeit. Und nachdem sie letzte Woche im The Wise verloren haben, ist das die Chance für die Super Strikers, die Sache richtig zu stellen. Invincible United hat was gemacht? Kein Wunder, dass die Fans El Matador hassen. Alter!
Du schaffst das schon, oder? Man hat meine Fans reingelegt. Ich kann United nicht damit davonkommen lassen. Und wir legen los. Trotz des Vorfalls im The Wise sieht es aus, als würden die Super Strikers bei ihrer Angriffsstrategie bleiben. Shakes passt den Ball zu El Matador. Das ist nicht die Schuld der Fans. Das ist nicht die Schuld der Fans. Das ist nicht die Schuld der Fans. Wieso haben sich die Fans gegen El Matador gewandt? Wir sind Kommentatoren. Wir sind die, die alles wissen sollten. So frustrierend. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass die Antwort direkt vor unserer Nase liegt. Klick. Ich mag die Fans nicht und die Fans mögen mich nicht. Also kann ich jetzt keine Tore mehr schießen und wir verlieren das Doppel. Wechsle mich aus, Coach. Einzige Möglichkeit. Ich kann nicht spielen, wenn die Fans mich nicht unterstützen. Wenn wir den Fans so zeigen könnten, dass sie eigentlich die Scarra-Actionfigur gekauft haben. Vielleicht brauchen wir etwas Werbung. Hast du Werbung gesagt? Danke, Fesselboom. Ja, wieso nicht? Endlich ein Interview mit dem Spieler der Liga, über den am meisten gesprochen wird. Also, es ist sowas wie ein Interview und es ist irgendwie mit El Matador. Er ist cool, er ist heiß und er ist alles dazwischen. Ich stelle vor, die Klaus-Action-Figur. Cool. Mit allen möglichen unglaublichen Zubehör. Okay, es gibt eigentlich kein Zubehör. Aber er hat zwei tolle Freunde. Hier ist El Matador und El Matador. Die Fans sind die Schlimmsten. Die Fans sind die Besten. Schlimmsten. Besten. Schlimmsten. Besten. Schlimmsten. Besten. Schlimmsten. Die Fans sind die Schlimmsten. Und lasst mich nicht von diesen lausigen Kommentatoren anfangen. Das reicht aber jetzt. Nimm ein bisschen Überhand. Sieht aus, als könnten die Jungs eine Abkühlung vertragen. Nicht empfohlen von irgendwelchen Zahnärzten. Also es scheint, dass die El Matador-Fans getäuscht worden sind. Nicht mehr. Die Wahrheit wurde enthüllt. Die Frage ist, ob der echte El Matador enthüllt wurde, der Fußball spielen kann. Hat es funktioniert? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Für die Männer in Rot im Strikerland. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Eigentlich bist du der zweitgrößte kleine Kumpel. Okay, pack das Zeug ein und lass uns abhauen. Lena? Hast du Zeit für ein Interview? Hey Klaus, ich glaube, es wird Zeit für deine erste Auflage. Denkst du wirklich, die Klaus-Action-Figur ist bereit für Action? Ja,
Ich kenne ein paar Leute, die sie lieben werden. Das war so eine schlechte Idee. Sowas von lahm. Wieso wurden die geändert? Mir haben die Originalen gefallen. Die Fans sind die Schlimmsten. Hey Leute, Kopf hoch. Seht mal, ein Paket für uns. Von wem? Steht nicht drauf. Mach es auf. Das ist furchtbar. Entsetzlich. Was ist das? Das ist so gruselig. Wieso sollte jemand sowas Furchtbares herstellen?